baseline background again. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Danke, dass ihr wieder dabei seid zur letzten Folge, Woche 14 von Restart Me. Aber vorweg, wenn ihr das seht, ist es glaube ich der 3. Januar. Also erstmal ein gesundes, ein fröhliches und ein entspanntes Jahr 2022. Mögen eure Ziele privat und sportlich in Erfüllung gehen. Das würde mich freuen. Es würde mich auch freuen, wenn wir einen Teil des neuen Jahres hier auf diesem Kanal zusammengehen. Steht einiges an, Berliner Halbmarathon, vielleicht der ein oder andere Zehner und natürlich die Krönung hoffentlich im September, der Berlin-Marathon, mein erster. Jetzt bin ich gerade unterwegs im Grunewald, kurze Runde, mein erster Lauf seit Heiligabend. Die Weihnachtsfeiertage habe ich es mir gut gehen lassen, zusammen mit der Familie, gut gegessen, viel gespielt. Aber jetzt wurde es auch Zeit, dass ich wieder in den Grunewald gekommen bin. Kleine Runde, 6,5 Kilometer vielleicht. Ich möchte gleich das Alte und das Neue quasi verbinden, nämlich die Abschluss dieser Serie mit dem Beginn der kommenden. Ihr wisst Bescheid, da geht es dann um die Halbmarathon-Vorbereitung, 12, 13 Wochen. Und um das zu verbinden, möchte ich euch eine besondere Frage der Woche stellen, die mir diesmal wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, die wichtig für mich ist, für den Kanal, nämlich, was möchtet ihr sehen in der neuen Serie 12, 13 Wochen, die sich um die gezielte Vorbereitung auf den Berliner Halbmarathon dreht? Was sind wichtige Themen für euch? Ist es Ernährung? Ist es Trainingsplanung? Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, absoluter Durchschnittsläufer. Den Rest erkläre ich dann, wenn die Serie losgeht, Zielzeiten und so weiter und so vom Volumina, Wochenvolumina. Wäre wirklich toll für mich, einmal eure Antworten hier unten in die Kommentare. Tausend Dank dafür. Ich laufe jetzt noch eine Runde durch den wunderschönen Grunewald. Ist schweinekalt, aber schön. Los geht's. Hallo ihr Lieben, es ist Freitag, es ist der 31.12. und ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, dieses Jahr laufen zu gehen. Bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen maddelig, deshalb verschiebe ich das Laufen dann auf den 1. und 2. Januar. Ist halt so, ich gehe jetzt mit Lilly auf den Drachenberg und dann probieren wir ein bisschen mit der Drohne rum. Mal gucken, ob das funktioniert. Guten Morgen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Es ist der 1. Januar. Es ist schon relativ spät. Ich glaube, es ist schon, weiß ich nicht, so halb zwei, dreiviertel zwei in dem Dreh. Haben es ganz gemütlich angehen lassen. Familie ist auf dem Drachenberg. Ich gehe eine Runde laufen, ganz entspannt. Wie gesagt, war ja ein bisschen maddelig die letzten Tage. Deshalb jetzt so eine Hausrunde, keine Ahnung, mal gucken, 8 Kilometer vielleicht, aber ganz, ganz entspannt. Habe auch extra die dicken Schuhe angezogen, die mich ein wenig gepolstert in das neue Jahr tragen. Und oh Wunder, ich habe ein paar Laufbilder von euch gesehen auf Facebook, Instagram und so weiter. Sandra, Markus und. Kurze Hose. 1. Januar, kurze Hose. Habe ich gedacht, kann ich auch. Ein Traum. So, auf geht's, ganz entspannt. 8 Kilometer, 8,5 vielleicht, Richtung Hertha-Gelände, dann in den Grunewald rein.
Teufelssee-Chaussee zurück und so weiter und so fort. Freue ich mich drauf. Frohes neues Jahr! Sonntag, 2. Januar, letzter Lauf der Serie Restart Me. Weiß nicht, mal gucken, so 10 Kilometer. Ich versuche es entspannt angehen zu lassen. Es ist nicht ganz so leckeres Wetter, nieselt so ein bisschen, ist nass, aber nicht gar nicht so kalt. Also ich habe gesehen, einige von euch waren heute schon laufen, also muss ich auch. Ja, Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Was waren denn meine Ansprüche? Ziele will ich gar nicht sagen, aber Ansprüche an mich selber für diese Restart-Me-Geschichte. Es war zu allererst mal den Spaß am Laufen wiederzufinden. Wer das hier länger verfolgt, weiß, ich bin grandios gescheitert beim Berliner Halbmarathon. Bei ungefähr Kilometer 7, 8 oder sowas war es, musste ich aufhören wegen Knieproblemen. War dann diese sogenannte Jumper's Knee, heißt es glaube ich, Patellasehne war gereizt. Und damit war dann auch der Berlin-Marathon hinfällig und das hatte dann im Kopf dann doch ein bisschen was getan, dass ich so ein bisschen die Lust auch verloren hatte, vielleicht auch bedingt durch den Trainingsplan, den ich mir online geholt habe von Ben Parks, der gut strukturiert und aufgebaut war, aber am Ende vielleicht nicht das Richtige für mich. So eine Online-Dinger sind dann vielleicht dann doch meistens einfach zu wenig individuell. Passt nicht auf mein Alter, nicht auf meine Leistungsfähigkeit, nicht auf den Alltag, den ich zu bestreiten habe. Das hat alles damit reingespielt. Also Nummer eins, Spaß am Laufen habe ich definitiv wieder gewonnen. Waren richtig schöne Läufe dabei, auch wenn es nicht immer einfach war. Ich erinnere mich an die Läufe vom Büro, von Darmarkt nach Hause bei strömenden Regen und widerlichem Wetter. Trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht und das nehme ich für mich mit. Das ist das Wichtigste überhaupt, die Freude am Laufen. Man muss dankbar sein, gerade wenn man verletzt ist, merkt man doch eigentlich, wie sehr einem das Laufen fehlt. Das ist das nächste Thema, Verletzung. Wenn ich das mit dem letzten Jahr, mit dem letzten Herbst vergleiche, bin ich super durchgekommen. Da konnte ich ja damals von Oktober 20 bis März 21 nicht trainieren, wegen Muskelfaserriss und Wadenproblemen und so weiter. Da bin ich also Gott froh, dass ich da wesentlich besser durchgekommen bin.
hatte eigentlich überhaupt keine Probleme, ein bisschen Knie, aber nichts, was mich länger als 2-3 Tage rausgehalten hat. Von daher da schon mal toi toi toi, freue ich mich riesig drüber. Das nächste Ziel war, körperlich fitter zu werden, weniger verletzungsanfällig, Kraftstudio und so weiter. Ist mir nur zum Teil gelungen, muss ich sagen. Am Anfang, klar, da war die Euphorie da. Da bin ich ins Fitnessstudio gegangen um 6 Uhr morgens. Habe ich schleifen lassen, muss ich ehrlich sagen. War mir auch ganz ehrlich mit Corona, mit den steigenden Zahlen dann irgendwie nichts. Da wollte ich lieber draußen Sport machen. Werde ich aber definitiv regelmäßig machen in der Halbmarathon-Vorbereitung, die jetzt beginnt. Ansonsten, ja, fitnessmäßig, weiß ich nicht, ob ich da bin, wo ich sein will. Die langen Dinger fallen mir immer noch ganz schön schwer. Aber, mein Gott, muss auch sagen, ich bin jetzt 50. Muss ich auch im Hinterkopf behalten. Und wie gesagt, Punkt Nummer 1 ist der wichtige für mich, dass es Spaß macht. Der Rest kommt von ganz alleine. Ich bin jetzt hier mal auf einer anderen Strecke unterwegs. Rupenhorn und dann irgendwie durch den Grunewald mal gucken, wo ich hier rauskomme. Und es regnet immer doller. Also weiter geht's. Da lang. Dreamy, breezy, we go. Was sicherlich auch dafür gesorgt hat, wieder Spaß oder mehr Spaß zu haben am Laufen. Ich müsste es mal checken, aber ich glaube, ich bin 90% meiner Läufe im Wald gelaufen. Im Grunewald vornehmlich. Und das ist nochmal ein ganz anderes Laufen, auch glaube ich für die Bänder, Sehnen, Gelenke. Entlastender, aber auch fordernder, weil man halt einfach auch die kleine Muskulatur im Fuß, im Knöchel, in den Waden, im Knie und sowas braucht, um die Unebenheiten auszugleichen. Spielt vielleicht auch ein bisschen damit rein, körperlich stabiler zu werden, weniger verletzungsanfällig. Das muss ich sagen, hat mir definitiv was gebracht, alleine für den Kopf. Das Laufen im Wald, und das werde ich auch beibehalten, gut für die Kraftausdauer, habe ich das Gefühl. Regnet immer mehr. Ein Traum. Beyond gravel, beyond all. Und was natürlich wirklich überragend ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Interaktion mit euch. Ich habe gerade den Uli getroffen aus Starken, hat mich angehalten und das ist, ach, ja, das macht Spaß. Ursprünglich habe ich das ja alles gemacht für mich und das ist immer noch der Hauptgrund, um mich selber zu motivieren, am Ball zu bleiben. Ja, mit den Videos so ein bisschen in den Hintern zu treten, aber muss ehrlich sagen, wenn sowas passiert, das ist so toll, das macht so einen Spaß und auch, ach, Markus und Sandra und Janine und ach, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, Tom, so Leute wie euch zu treffen, Läufer-Community ist doch was ganz Besonderes und deshalb freue ich mich schon auf die Halbmarathon-Vorbereitung, da treffe ich bestimmt wieder den einen oder anderen von euch. So, jetzt geht es noch 1,5 Kilometer, dann habe ich die 10 voll. Auf geht's und dann melde ich mich gleich nochmal vom heimischen Kuchentisch. Das war das, Restart Me. Was waren das jetzt? 14 Wochen. Ging dann doch am Anfang sehr schnell vorbei, am Ende gar nicht. Da hat mir dann auch ganz ehrlich das strukturierte Training gefehlt, welches jetzt kommt. Aber ich möchte Danke sagen bei jedem Einzelnen, der hier immer wieder reingeguckt hat. In den letzten 14 Wochen natürlich auch die Videos davor und hoffentlich auch die Videos, die jetzt noch kommen werden. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Tausend Dank fürs Zugucken. Danke für jeden, der hier den Kanal abonniert hat. Wer es noch nicht getan hat, würde ich mich riesig freuen. Natürlich, wenn ihr den Kanal hier einfach abonniert. Kostet ja auch nichts. Keine Verpflichtung, gar nichts. Wenn ihr die Videos kommentiert, das macht Riesenspaß. Diese Interaktion habe ich schon gesagt. Hier die Frage der Woche, diesmal ganz wichtig. Bitte, bitte, bitte eure Vorschläge. Was möchtet ihr sehen in der kommenden Serie? Würde mich freuen, wenn ihr das beantwortet. Ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund.
Das ist das Wichtigste. Bewahrt euch den Spaß beim Laufen. Geht raus, geht laufen. Besser als Sofa. Und nehmt Rücksicht aufeinander nach wie vor. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Montag 18 Uhr. Das bleibt dabei. Und dann geht's los mit der strukturierten Halbmarathon-Vorbereitung für den Halbmarathon Berlin am 3. April. Tausend Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche. Danke euch dafür. Bis dahin. Und jetzt Kuchen. I'm gonna hit the beach in the sunshine. Cheap sunglasses looking so right. Hitting the street.